Heute zeige ich euch, wo ihr die 12 Gabriel-Statuen in Far Cry 6 finden könnt. Ist eine extrem geile Quest, denn als Belohnung gibt es einen weiteren Commander und so kann man natürlich mehr Bandidos-Einsätze abschließen. Servus Guerilla Fighter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird mal richtig auf den Putz gehauen und zwar gucken wir uns eine spezielle Quest an, wo man 12 Gabriel-Statuen finden muss. Sind alle in Esperanza zu finden, habe ich mir ein bisschen vor mich hergeschoben, aber es lohnt sich wirklich, diese Quest abzuschließen, wenn ihr sie noch offen habt, denn ihr bekommt am Schluss einen Commander für Sabotage und könnt natürlich so mehr Bandidos-Einsätze abschließen und kommt eben so schneller an Schwarzpulver ran, um eure ganzen Waffen eben zu modifizieren. Lohnt sich auf jeden Fall, so ein Video gab es bei mir auf dem Kanal noch nie, so ein Quest-Guide-Video. Bis jetzt kamen allgemein nur Waffen-Guides raus, so Tipps und Tricks und News-Videos, aber sowas war auf jeden Fall noch nicht mit dabei. Deswegen wird es auch Zeit, dass ich das Video hier für euch raushaue. Wer in Zukunft auch nichts zu Far Cry verpassen möchte, kann mal auf dem Kanal vorbeischauen oder natürlich auch ein Abo dalassen, dann verpasst ihr sowieso nichts. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die allererste Statue, wo sie zu finden ist. Die befindet sich oben links in Esperanza. Ich habe für euch auch schon alle Statuen, 12 Stück, durchsortiert. Einfach oben links anfangen und dann geht es die Reihe nach durch mit dem kürzesten Weg und wenn ihr dort angekommen seid, einfach nach vorne laufen und dann solltet ihr die Statue ansprühen können und habt die erste erfolgreich abgeschlossen. Die zweite Statue findet ihr einen Tick weiter unten, direkt neben der Schnellreise. Super angenehm, muss man nicht weit laufen. Bei mir ist die Statue schon angesprayt gewesen. Es war die einzige Statue, die ich schon vorher entdeckt hatte, bevor ich mich auf die Suche gegeben habe. Die dritte Statue findet ihr einfach einen Tick weiter rechts unter der Schnellreise, ist in der Mitte auf so einer Verkehrsinsel. Einfach hinlaufen und ansprühen. Die Statue Nummer 4 ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Ihr seht jetzt, wo ich hier stehe, an dieser roten Linie. Und da geht es in den abgesperrten Bereich rein. Ich zeige euch den kompletten Weg, weil man muss da ein bisschen länger unterwegs sein. Einfach in den abgesperrten Bereich rein. Es kann sein, dass hier viele Gegner bei euch sind. Ich habe das Gebiet vorab kurz geklärt. Und dann ist es am besten, geht ihr hier in die Kanalisation rein. Einfach nach unten. Ich cutte das jetzt ganz kurz durch. Ihr müsst einfach auf der anderen Seite wieder nach oben rennen. Und wenn ihr rauskommt, seht ihr auch direkt vor euch dann schon die vierte Statue nach hinten laufen und anmalen. Statue Nummer 5 befindet sich jetzt einen Tick weiter rechts. Ich habe auch unten die Schnellreise freigeschaltet. Von da ist es am besten einfach dorthin reisen und dann ein Stück weiter nach oben laufen. Und dann sollte der Bereich so aussehen und in der Mitte könnt ihr die Statue anmalen. Statue Nummer 6 befindet sich wieder in der Altstadt drinnen, deswegen bin ich jetzt hier erstmal draußen. Ich zeige euch den Weg, wie man reinkommt. Wenn ihr an der Stelle seid, dann müsst ihr eben hier reinlaufen. Wir müssen ziemlich weit rein, denn da gibt es noch zwei Statuen danach. Das geht dann immer weiter in diesen abgesperrten Bereich rein. Da sind auch sehr viele Gegner. Schaut wirklich, dass ihr das Ganze am besten Stealth macht. Ich bin jetzt hier nicht Stealth reingegangen. Da hat es bei mir extrem lang gedauert, weil immer wieder neue Einsatztruppen gespawnt sind. Und ihr seht hier auch schon in der Mitte auf dem Platz ist eben dann die 6. Statue. Wenn ihr die Statue angemalt habt, ich bin immer noch an der gleichen Position, müsst ihr von der Position weiterrennen zur nächsten Statue. Deswegen habe ich hier nicht die Karte gezeigt, nur zur Info. Ihr rennt einfach von hier weiter. Bei mir sind jetzt auch extrem viele Gegner gespawnt, weil ich eben laut vorgegangen bin. Und dadurch sind eben diese Spezialeinsatzkräfte gespawnt. Die spawnen ja immer, wenn ihr auf der linken Seite, da hat man ja diesen Balken, der nach oben geht mit diesem Totenschädel, ist der ganz oben, kommen diese Spezialeinsatztruppen. Und dann geht es hier wirklich richtig ab. Ich glaube, ich habe insgesamt für diese drei Statuen dann 20 Minuten gebraucht wegen den Gefechten. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr da am besten Stealth durchgeht. Lasst euch da lieber ein bisschen mehr Zeit, alle Gegner leise ausschalten. Umso schneller habt ihr dann eben die drei, die drei Statuen in diesem mittleren Gebiet abgeschlossen. Bei mir ist dann auch noch ein Heli aufgetaucht, war wirklich alles mit dabei. Ich bin am Schluss mit dem Granatwerfer durch und ihr seht schon, in der Mitte hier ist dann nämlich die 7. Statue.
Wenn ihr die siebte Statue angesprüht habt, geht ihr direkt zur achten weiter. Das ist im gleichen Gebiet, deswegen zeige ich euch hier nicht die Map. Einfach weiterlaufen, weiter in das Feindesgebiet rein. Auch hier waren bei mir wirklich überall Gegner. Ich spule das Gameplay ein ganz bisschen vor, aber dass ihr trotzdem den Weg seht. Ich musste aber hier ordentlich Gegner ausschalten. Hier mache ich es mit der Desert Eagle. Eine super geile Waffe mit dem 6-fach-Zoom. Muss nicht unbedingt ein Gewehr mitnehmen, sondern kann eben dann auch mit einer Pistole durchsnipen und so ein paar andere Waffen mitnehmen, was keine schlechte Sache ist. Wenn ihr ganz am Schluss angekommen seid, auf der rechten Seite findet ihr dann die achte Statue zum Anmalen. Statue Nummer 9 ist wieder draußen, seid wirklich froh, das war das Krasseste, was ihr gerade abschließen musstet. Ich bin da auch einfach dann wieder zurückgereist zu der linken Schnellreise und dann eben von dort hingelaufen zu dieser Statue und dann könnt ihr die auch einfach anmalen. Statue Nummer 10 befindet sich auf der rechten Seite. Ich bin dann oben zu dieser Basis gereist, dann einfach runtergelaufen. Seht ihr auch hier nochmal, ist ein großer grüner Bereich und in der Mitte steht dann ebenfalls die Statue rum und ihr könnt sie einfach anmalen. Statue Nummer 11 findet ihr einen Tick weiter oben auf der linken Seite, ist direkt am Meer dran und einfach hinlaufen und ansprühen. Statue Nummer 12 findet ihr auf der linken Seite, nochmal einen Tick weiter laufen und dann ist da eben auch nochmal so ein größerer Inselbereich. In der Mitte könnt ihr dann die allerletzte Statue anmalen. Somit solltet ihr alle 12 Statuen angemalt haben. Ihr seht, bei mir ist auch die Quest abgeschlossen. Es gibt unglaubliche 5 Monedas. Das ist wirklich ein absoluter Joke. Aber auf der rechten Seite seht ihr, dass man einmal einen Talisman freischaltet und dann eben als zweites den Sabotage-Commander. Und das lohnt sich wegen den Bandidos-Einsätzen. Und deswegen habe ich selber auch noch abgeschlossen. Dadurch, dass ich jetzt hier auch den letzten Commander besitze, werde ich euch demnächst das komplette Video liefern, wo ich euch zeige, wie man an alle 8 Commander rankommt für die verschiedenen Bandidos-Einsätze. Ist auf jeden Fall cool, alle 8 zu besitzen, wegen dem ganzen Schwarzpulver, dass man sich dann eben schneller erfarmen kann. Ich werde dann natürlich im anderen Video nicht alle 12 Statuen zeigen, sondern werde das Ganze nur verlinken und ich zeige euch eben die Location der einzelnen Commander, was man eben kurz tun muss und wo man hin muss, um die eben freizuschalten. Das war es soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und mehr wichtige Tipps und Tricks und Guide-Videos, News-Videos zu Far Cry 6 mal anschauen möchte. Der kann gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Mehr Videos werden zu Far Cry 6 rauskommen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.